Vielleicht der Boden. Hallo meine Lieben. Heute werde ich mal lernen, wie man das Auto hier fährt. Es ist ein Lego-Auto, was halt ziemlich cool aussieht. Aber ich denke, das lässt sich schwer fahren. Ich kenne mich nicht so aus mit solchen Autos. Überhaupt gar nicht mit Autos. Aber schauen wir mal, wie das Bild läuft. Ich stelle euch mal hin. Oder wo wir hier. Hier ist das mal. Gucken wir mal, wie das läuft. So. Das Ding an. Und schon. Die Reden sind jetzt ein bisschen ist aber langsamer. Wir sind noch mal mit dem Start. Ja, jetzt. So, dann habe ich es festgestellt, ich habe die falsche Fernbedienung benutzt. Deshalb fährt das Auto nur im Kreis. Probieren wir jetzt mit dem richtigen und dann gucken wir mal. Was? So, jetzt aber nochmal. Das Auto zu nicht legen. Gucken wir mal. So, wie geht das an? Ich muss es mal. Ist das... Wie geht das? Warte, nee. Oder ist die Batterie leer? Ist das auch überhaupt an? Gucken wir nochmal. Wie war das? Ja, ich denke, jetzt ist es an. Schauen wir mal. Ich denke, so geht das nicht. Es kann nicht sein. Boah. Nee, irgendwas stimmt da nicht. Egal, welcher Knopf ich drücke, es funktioniert nicht. Mit dem anderen hat es besser funktioniert. Welche Kabel? Aber das ging doch gerade mit der anderen Fernbedienung. Mit der falschen. Das ging doch gerade mit der falschen. Ah, jetzt! Ah! Hattest du wahrscheinlich so umgestellt, dass man mit der anderen falschen Fernbedienung fahren kann? Ach, wirklich? Ich hole es. Thank you.
möchte ich fahren, fängt es an zu regnen. Geht auch nicht. Oh. Vielleicht ist doch die andere Fernbedienung die richtige. Sind beide leer? Die wurden da gleich. Gleich? Das sind ja die alten Batterien. Zeig mal, welche dreht sich? Aber das geht nur drehen. Und wieso geht nur ein? Geht das nicht aus? Ja, ich musste immer. Es war gar nicht mal, oder? Es war so. Geht nicht. Wieso laufen die beide? Ja, draußen geht's da. Ist das komisch, ne? Ah, vorwärts geht man so. Stopp! Babe! Das ist gut, ich hab die alle beide auf gleicher Frequenz stehen. Ach, deswegen? Die sind immer alle beide mit einer Fernbedienung. Ach so, da macht er unterschiedliche Frequenzen. Boah! Ist ja verrückt. Ja! Aber ist gut, wenn man beide alleine fahren kann, braucht man kein Mensch zu. Schatzi! Wieso fährt er nicht rüber? Ich dachte, der fährt über einen Stuhl. So als Outdoor-Car. Ah, siehst du? War doch nicht so bescheuert. Die Idee. Ja, weiß ich auch nicht. Welche schaltest du aus jetzt? Also fahren wir mit dem. Nochmal Anlauf. Ne? Naja, weil du nicht so richtig auf dem Dings gekommen bist. Wow, siehst du mir? Wow. Wow. Falsche Richtung. Jetzt geradeaus. Geradeaus? Nein. Jetzt, gerade jetzt. Ja, gut. Das war cool, Schatzi. Nochmal. Cool. Vielleicht der Boden. Kann sein, oder? Jetzt muss der natürlich tierisch liegen.
Also, das Rote ist, wenn man nur der eine Seite drehen möchte. So lenken. Und die andere Seite, die andere Richtung, das Blaue, die andere Richtung lenken. Und wenn man beide gleichzeitig drückt, dann kommt A. Fährt er vorwärts. Genau. So fährt vorwärts. Cool, jetzt weiß ich. Oh, das hat aber lange gedauert, bevor ich das kapiert habe. Genau, und dann vorwärts. Schön. Vorwärts. Rückwärts. Hin und vorwärts. Yay! Jetzt weiß ich. Cool. So. Eine Seite. Eine Seite. Rückwärts. Vorwärts. Yeah.